Zunächst einmal vielen Dank, dass ich hier sprechen darf, dass ich eingeladen worden bin, um die Ergebnisse der kleinen, feinen Studie, die wir durchgeführt haben, vorzustellen. Ja, wie sich das gehört, ganz am Anfang eine kurze Agenda. Ich werde das Projekt einmal im Detail vorstellen, wie sich das Ganze ergab und was wir gemacht haben. Ich werde die Daten kurz beschreiben, also das Sample kurz beschreiben und im Rahmen eben dieses Samples zwei Schwerpunktthemen behandeln mit ein paar Dingen, die ich vorstellen will. Einmal die Frage, welche Faktoren die Verbreitung eines Podcasts oder vom Podcast insgesamt steigern können, entwickeln können entsprechend. Und das zweite, ein bisschen etwas zum Thema Geld verdienen. Das kommt auch vor allen Dingen deswegen, weil das ja schließlich ein Marktforschungsseminar war und Wirtschaftsingenieure ausgebildet sind. Am Ende ein Fazit, aber gehe ich mal gleich in das Projekt rein, wie sich das Ganze ergab. Das war eigentlich ein Impuls von dem vom Anycast. Ja? Einmal jubeln bitte für den Anycast. Nein, Quatsch, aber. Die haben sich auf jeden Fall in einer der Nicht-Weihnachtsfolge extra betonen, ein bisschen mehr Feedback gewünscht. Und zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich erstens selbst die Folge gehört und zweitens war ich auf der Suche nach einem Thema für ein Seminar, was ich einmal im Jahr an der Fachhochschule in Münster gebe, wo halt Wirtschaftsingenieure oder angehende Wirtschaftsingenieure und Leute, die ein MBA im sogenannten technischen, also in sogenannter technischer Betriebswirtschaft, das heißt, wo sich Ingenieure BWL und Managementkompetenz so ein bisschen abholen wollen. Die haben auf jeden Fall einmal im Jahr ein Forschungsseminar, wo wir verschiedene Themen beforschen dürfen. Also halt ein Marktforschungskurs. Und so ergab es sich, dass ich als fleißiger Podcast-Hörer, der selber keinen Podcast hat, mich ein bisschen auf die Suche gemacht habe und geguckt habe, was gibt es für Studien. Was ist bereits schon da? Und weil halt noch nicht viel empirisches Zahlenmaterial da ist, habe ich mir gesagt, okay, kannst du selbst, ich sag mal, in so einem kleinen Rahmen, mit so einem kleinen Kurs, also noch etwas Neues sozusagen beitragen. Und so ist es dann geschehen. Im Frühjahr haben der Kurs und ich versucht, mit möglichst vielen Leuten Kontakt aufzunehmen, mit der Bitte, sich doch an der Studie zu beteiligen. Das haben dankenswerterweise viele Leute gemacht. Insgesamt, wenn ich mal das Sample so beschreiben kann, haben wir 304 Hörer und 118 Podcaster erreichen können. Was jetzt noch nicht so die Riesenzahl ist für detaillierte Auswertung und vor allen Dingen auch für eine repräsentative Erhebung natürlich, aber es war immerhin schon was mit den begrenzten finanziellen Mitteln, die wir zur Verfügung hatten, nämlich genau 0 Euro, quasi dann auch erreichen konnten. In dem Sample selbst haben wir ein Schwergewicht an Männern, die geantwortet haben auf unsere Bitte. 87% jeweils sowohl bei den Hörern und bei den Podcastern. Ich denke, das spiegelt leider Gottes auch ein Stück weit die Geschlechterverteilung bei den Podcastern selbst und bei den Hörern selbst wieder, ohne natürlich dann wieder Anspruch auf Repräsentativität zu haben. Nichtsdestotrotz habe ich ja auch nochmal mit der Liste von Frauen, die Podcasts machen, nochmal auch gemerkt, dass klar auch viele Frauen dabei sind. Wir haben ein recht junges Publikum erreichen können, also das Durchschnittsalter sowohl dann immer wieder bei Hörern und als auch bei Podcastern selbst war, sagen wir mal, ja so um die 33, 34 Jahre. Ist also relativ jung und wir haben ein ziemlich gebildetes, sowohl Publikum als auch Macher. Knapp die Hälfte haben mindestens einen Bachelorabschluss an einer Hochschule sich verdient im Laufe ihres Lebens. Das ist doch schon mal was. Spricht auch, denke ich mal, ganz gut das Thema halt an, dass man eine gewisse Medienkompetenz mitbringen muss, um eben Podcasts zu machen, aber natürlich dann eben auch, um Podcasts zu hören. Das heißt also nicht nur die technische Hürde, sondern eben diesen Schritt zu gehen, sich eben nicht nur passiv berieseln zu lassen, sondern aktiv auch seine Interessen erstmal zu haben, dann sie zu entsprechend zu suchen, also sich die Angebote halt herauszusuchen. Und diese Form der Mediennutzung, denke ich, ist auf jeden Fall voraussetzungsvoller als viele andere. Und deswegen, nicht zuletzt, deswegen haben wir es halt auch hier mit recht gut ausgebildeten Menschen zu tun.
Jetzt einmal deskriptiv an die Hörer gefragt, für welche Themenbereiche interessieren Sie sich so? Da haben wir es sehr stark eben, hoppla, da haben wir sehr stark eigentlich also drei Schwerpunkte. Wir haben die Leute, die sich für Technik interessieren, das ist natürlich klar. Ich denke, da kommt das Medium auch, also aufgrund des Ursprungs des Mediums halt, der Tech-affin, ist halt so, dass das Thema Technologie auch sehr stark vertreten ist. Wir haben das Thema Politik und Gesellschaft, das ist vielleicht ein sehr breites Querschnitt, eine sehr breite Querschnittskategorie, aber ich denke da, also das wollen viele Hörer hören und da gibt es auch entsprechend gute Angebote und viele Angebote zu. Wir haben auch einen sehr starken Bereich beim Thema Wissenschaftspodcast. Das war kam mir auch eigentlich ganz gut gelegen bei dem ersten Vortrag, den ich zu diesem Thema halten durfte, bei dem Ganzohrtreffen in Witten. Da hatten wir es nämlich dezidiert halt eben mit Wissenschaftspodcasts zu tun, die eben auch entsprechend stark vertreten sind in dem Sample. Wir haben... ja, bitte. Von Hörern. Bitte? Ja, genau, da muss ich nochmal. Ja, oder das Mikro noch besser. Habe ich. Sind das jetzt Interessensgebiete von, also in Podcasts oder Interessensgebiete generell, wo es vielleicht noch gar keinen Podcast zu gibt? Wir haben da in der Frage, haben wir die Hörer gefragt, welche Themenbereiche sind für Sie, von Interesse? Und haben uns da angelehnt an die Sparten, die iTunes zur Verfügung stellt, um sozusagen einen Standard zu haben. Und wir haben die Leute gefragt, wofür interessieren sie sich so, ne, im Prinzip. Und welche Podcasts jetzt dahinter stehen, das ist hier noch nicht abgetragen, also wer sich beteiligt hat, aus welcher Sparte. Hier geht es eher nur um die Hörerinteressen, angezeigt hier durch den Menschen mit dem Kopfhörern. Eine weitere Beschreibung des Samples ist die Frage, wie viele Podcasts Sie regelmäßig hören. Bitte beachtet jetzt im Moment nur eben halt diese obere Spalte. Die untere Spalte kommt halt, wie gesagt, aus dem anderen Vortrag noch. Da haben wir es eigentlich so, dass die Podcast-Hörer, die wir befragen konnten, ist eigentlich so ist, dass wir sehr viele, also ich finde es relativ viele Podcasts regelmäßig gehört werden gleichzeitig. Jetzt einfach nur mal von der Zahl her. Ne? Wir haben also hier, jetzt lass mich rechnen, ja, sagen wir mal etwas so 75%, 78% der Leute hören mindestens fünf Podcasts, 5 bis 10 ist hier dabei und halt eben 40% sogar mehr als 10 regelmäßig. Sind also schon Leute, die sehr viel dieses Medium nutzen und eben nicht nur einen Podcast. Damit zusammenhängt natürlich die Frage, wie viele Stunden pro Woche Sie den Podcast hören, Und auch da haben wir halt hier eine starke Verteilung. Hier haben wir jetzt 5 bis 10 Stunden abgetragen und können sagen, ja gut, sagen wir mal, knapp 2/3 der Leute hören auch dann tatsächlich 5 bis 10 Stunden oder sogar mehr Podcasts. Sind also schon ein Stück weit sehr viel Leute, die wir in der Studie Heavy User getauft haben. Dabei vertreten, bitte. Bei den Zahlen habt ihr mal angeguckt, wie sehr da ein Selektionsbias drin sein könnte, weil ich denke mir so, die Leute, die nur einen Podcast hören, nehmen halt eher nicht an so einer Studie teil, als die... Ja. Hast du auf jeden Fall. Also natürlich. Ich habe nicht genau geguckt, nein, wie hoch der sein könnte. Nee, also das ist auch sehr, sehr schwer zu machen, weil du müsstest ja irgendwo auch dann eine Gruppe haben, mit der du Repräsentativität darstellen kannst. Und die kenne ich einfach nicht. Und deswegen ist das aber auch sehr schwer zu vergleichen. Das Einzige, was man halt eben machen kann, ist solche Sachen, also so Plausibilitätsgeschichten. Ne? Also der Bias ist mit Sicherheit da. Wir haben Leute angeschrieben und diejenigen, die eh sehr viel sich für Podcast sehr begeistern, nehmen natürlich eher an so einer Studie teil als Leute, die nur einen Podcast hören. Das ist absolut klar. Wir haben versucht einigermaßen, also bei der Auswahl der Leute, die wir angeschrieben haben, haben wir einigermaßen versucht, schon so ein Stück weit die Relevanz zu berücksichtigen. Also ich habe mich insbesondere dann auf Twitter halt umgeschaut, wer folgt dem Account Hörsuppe.
Das müssen also Leute sein, die sich schon ein Stück weit für Podcasts interessieren und die für die diese Umfrage auch durchaus relevant ist und für die für uns halt auch relevant ist, was die Leute zu sagen haben. Und dementsprechend, also so ein paar Dinge kann man mit der Wahl dieses Zugangs ein bisschen ausschließen, ein paar Verzerrungen, aber dass diese Verzerrungen bei der, sagen wir mal, Nutzungsintensität, die ist auf jeden Fall drin. Das ist klar. Was vielleicht auch noch interessant ist, eine kleine Korrelationsanalyse bei der Frage eben, welche Themenbereiche korrelieren besonders mit der Zahl der gehörten Podcasts, sowohl positiv als negativ. Und wir können halt auch sehen, dass insbesondere halt die Themenbereiche Wissenschaft und Technologie, da sind die Leute bei die besonders viel und besonders lange, also besonders viel Zeit eben verwenden. Ich habe das bei dem anderen Vortrag dazu benutzt, zu sagen, ja, guckt mal, liebe Wissenschaftspodcaster, da habt ihr eigentlich eine gute Ausgangsposition, weil bei euch korreliert das schon recht stark und ihr habt also, sagen wir mal, die Heavy-User interessieren sich sehr stark sozusagen für den Wissenschaftsbereich, also müsstet ihr eigentlich sozusagen mit den Schritten, die ich jetzt im Folgenden vorstelle, ganz gute Karten haben oder bessere Karten haben als vielleicht andere Themenbereiche, aber wie gesagt, das muss man im Einzelfall dann immer klären, was das inhaltlich dann wirklich bedeutet, was ich hier mit den Ergebnissen nur anreißen kann. Genau, wir haben jetzt einmal die andere Seite, nämlich die Seite der Podcaster, also welche Themenbereiche werden von den Podcastern adressiert, die ich anschreiben oder die sich auf das Anschreiben entsprechend gemeldet haben. Und auch da hat man, sagen wir mal, Es korrespondiert halt auch so ein bisschen, was eben halt dafür spricht, dass insbesondere also Podcasts in diesen Sparten sehr stark vertreten sind und die Hörerschaft eben also auch auf eine entsprechende Hörerschaft trifft. Also wir haben einmal das Thema Technologie, auch hier wieder Politik und Gesellschaft ganz stark und eben Wissenschaft. Ja, und eine sonstige Kategorie, wo ich mir halt anlasten muss, dass ich die vielleicht nicht so sauber definiert habe oder beziehungsweise in den Fragen so gut aufgedröselt habe, dass das hier nicht besonders trennscharf ist. Eigentlich sollte bei Sonstiges immer nicht so viel stehen, wenn man gute andere Kategorien gefunden hat. Aber na gut, einfach nur um das Sample einfach mal zu beschreiben und euch einen Eindruck davon zu geben, wer an dieser Befragung teilgenommen hat. Wir haben auch mal gefragt, wie groß sind die Podcasts oder wie viele Hörer habt ihr? Wir wollten mal wissen, ob wir haben es hier mit Riesenpodcasts zu tun oder sprechen die Ergebnisse eher, also die Stimme, ist das eher die Stimme der kleinen Podcasts? Und da haben wir ja heute Morgen schon extrem viel zugehört, also diese Schwierigkeiten eben der Messung. Ich denke mal, die Schwierigkeiten werdet ihr selber viel besser wissen als ich, der keinen Podcast hat. Wir haben aber trotzdem mal gefragt, bei allen Schwierigkeiten der Messung, ein paar Verfahren nutzt ihr ja durchaus, mal so grob Pi mal Daumen, wie viele Hörer erreicht ihr schätzungsweise im Durchschnitt? Und es ist halt tatsächlich so, ohne den Podcast zu nahe treten zu wollen, aber in der Regel haben wir eher die kleineren vertreten, also stärker hier vertreten. Also wenn bis 250 Hörer man als klein definieren möchte, dann bilden die auf jeden Fall die Mehrheit. Also von den 118, habe ich gesagt, waren 42 Podcast mit einer Hörerschaft von 0 bis 250, was ja auch okay ist. Vielleicht nochmal zur Motivation, warum wir das Ganze überhaupt gemacht haben. Ich habe eigentlich als begeisterter Podcast-Hörer, finde ich es so ein bisschen schade, dass im Vergleich zu anderen auch, ich sag mal jetzt Internetmedien oder neuen Medien, die Podcasts so ein Stück weit zurückfallen, weiß ich nicht, aber in der öffentlichen Wahrnehmung auf jeden Fall eine andere Rolle spielen als Blogs. Ich habe das mal, wie gesagt, mit den Blogs verglichen und denen kann man ja durchaus eine steigende Breitenwirkung attestieren. Wir haben gerade halt im politischen Bereich und in der Obama-Kampagne hieß es ja immer total wichtig, Internetwahlkampf und so weiter, die Blogs sind total wichtig. Wir hatten natürlich auch in Deutschland solche Ausläufer, wo Parteien Blogs benutzt haben, um einfach die politische Meinung zu verändern. Wir haben wichtige Blogs, die auch durchaus in die, ich sag mal, Realpolitik ausstrahlen, so mit Netzpolitik.org und gleichzeitig eben auch, sagen wir mal, zumindest wird es aufgeführt, einen recht nennenswerten Anteil von Social Media Budgets an bei den Unternehmen, die eben für Blogs aufgewendet werden oder wo zum Beispiel das Thema Produkt, also Bloggen, dass Leute neue Produkte vorstellen in ihren Blogs und so weiter, dass die auf jeden Fall von den Unternehmen adressiert werden und dass sie die auf dem Schirm haben. Und gleichzeitig
zu der Befragung eigentlich, die wir gestartet haben, kam halt dieser der berühmte Beitrag, sage ich jetzt schon fast dazu, von Ole Reismann und das Thema Nische hervor. Und wo eigentlich die Podcast-Community jetzt nicht gesagt hat, so verdammt Nische, sondern im Gegenteil noch gesagt hat, yes, wir sind stolz auf unsere Nische. Und hier haben wir wenigstens den Platz und die Zeit, unsere Nischenthemen auch entsprechend zu adressieren und zu behandeln. Ich habe das aber ein bisschen anders aufgefasst. Vielleicht können wir auch heute Nachmittag noch gerne mal darüber diskutieren. Für mich, ich fand es aber immer eher schade, weil es extrem gute Inhalte waren, die da produziert werden, dass die also nicht auf die Breitenwirkung gefallen oder nicht diese Breitenwirkung erfahren haben, wie ich sage jetzt beispielsweise Blogs. Also dass in der Breitenwirkung die Podcasts eben noch nicht die gleiche Rolle spielen. Und ich habe Thema 1 sozusagen dieser Ergebnisse, die ich jetzt gleich noch vorstellen will, einfach mal so überschrieben, dass man zwar rein in die Nische will, in die thematische Nische, aber stärker raus aus dieser Versenkung. Und die Frage gestellt habe, welche Faktoren unterstützen oder behindern die Entwicklung des eigenen Podcasts oder von dem Podcast insgesamt. Und das zweite Thema, natürlich geht es da um Geld. Es ist ein Wirtschaftsingenieurstudium und sind natürlich also Informatiker bzw. MBAs, die da ausgebildet werden. Na klar müssen wir uns über das Thema Geld unterhalten. Das haben wir schon in Witten angerissen. Fand ich auch eigentlich im Prinzip sehr spannend. Ich hoffe, wir können es heute Nachmittag nochmal weiterführen. Aber das, die Frage eigentlich, wie schafft man es beispielsweise, Fixkosten aufzufangen, die man durchaus durch das Podcast erstellen hat, beziehungsweise vielleicht sogar, inwiefern hilft das Podcasting ein gewisses Expertentum zu verkaufen oder durchaus eben auch diesen Lebensunterhalt zu bestreiten, was, wenn das das Ziel vom Podcast dann ist, was ja nicht immer sein muss und was ja auch okay wäre. Also nochmal die Frage, rein in die Nische und raus aus der Versenkung habe ich es genannt. Da haben wir mal die Podcaster gefragt, einfach mal, wie hat sich die Entwicklung oder wie hat sich eure Podcasting-Aktivität in den letzten Monaten entwickelt? Und da haben wir es eigentlich auf so einer 5er-Skala, klar, haben wir es eigentlich mit einer leicht steigenden Podcasting-Aktivität zu tun. Also wir sind ja leicht, also rechts vom neutral. Also in den letzten 12 Jahren hat sich im Durchschnitt, im Durchschnitt die Podcasting-Aktivität des Samples hat zugenommen und sie soll in den nächsten 12 Monaten noch weiter zunehmen. Das heißt, man ist auf jeden Fall unter den Befragten ganz guter Dinge, dass man eher mehr podcasten wird als weniger. Ich habe dann mal gefragt, oder wir haben dann mal gefragt, was hindert Sie eigentlich daran, eben halt mehr zu podcasten? Was ist der limitierende Faktor? Und da hat natürlich die mehrfach Antworten möglich. Da hat natürlich der überwiegende Teil gesagt, natürlich, ich habe keine Zeit. 83,1%. Ich muss vielleicht natürlich nebenbei arbeiten. Und es liegt zwar nicht an spannenden Themen und Ideen, die ich noch hätte, geeignete Gesprächspartner waren vielleicht auch noch ein Problem. Es liegt nicht an der Technik und es liegt eher an der Zeit. Für mich korrespondierte das schon ein Stück weit mit dem Thema finanzielle Mittel, weil es natürlich ein ganz klarer Trade-off ist zwischen Einkommen, das man erzielen muss, in der Arbeit, vielleicht unter denen, die gerade auch, sagen wir mal, eher im Technikbereich aktiv sind, kann man den Trade-off sogar noch klarer, sagen wir mal, zwischen Projekte und Freizeit irgendwie austarieren. Aber es hat auf jeden Fall irgendwas mit den Ressourcen zu tun, die zeitlichen, finanziellen Ressourcen, die eigentlich daran hindern, noch mehr zu podcasten. Zweiter Punkt, haben wir die Podcaster befragt, wo liegen aus der Sicht der aus ihrer Sicht die Gründe für die mangelnde Reichweite von Podcasts? Das heißt, warum hören sie nicht mehr Leute? Und die größten Punkte, die wir sozusagen hier herausgearbeitet hatten oder beziehungsweise als Items vorgeschlagen hatten, war halt das Thema Vermarktung. Also mein Podcast ist eigentlich ganz gut. Wie gesagt, an Ideen mangelt es nicht, an Gesprächspartnern auch noch nicht so sehr. Es mangelt eher daran, dass die Bekanntheit einfach nicht so da ist, wie ich sie mir wünsche. Dass die Skepsis sozusagen auf Seiten der Podcaster, dass die Leute technisch nicht dazu in der Lage sind, entsprechend die Formate zu nutzen, ist auf jeden Fall immer noch ein Faktor. Und dass das Format noch zu ungewohnt ist. Das heißt, Podcasts sind eigentlich aus der Sicht der Podcaster, vom Feeling her, noch immer ein neues Ding, was in der Mediennutzung der meisten, in der Durchschnittsbevölkerung wahrscheinlich noch nicht angekommen ist. Einschätzung, die ich eigentlich auch teile. Wenn man sich jetzt überlegt,
man sich jetzt überlegt, was kann ich jetzt daran ändern? Also ich bin jetzt Podcaster und ich möchte auch tatsächlich die Zahl der Hörer erweitern. Klar, möchte man ja eigentlich immer. Dann wird man wahrscheinlich nichts an dieser Sache mit dieser, also die Tatsache, dass die Leute nicht technisch in der Lage sind oder dass das Format noch zu ungewohnt ist und sowas alles, da wird man wahrscheinlich als einzelner Podcaster nichts dran ändern können. Woran man schon ein bisschen was ändern kann, ist das Thema halt Vermarktung. Und klar, das passt natürlich in den Kurs rein, also haben wir dazu noch ein paar Fragen, weitere Fragen gestellt. Nämlich zum Beispiel die Frage, bewerben Sie Ihre Podcasts auch aktiv auf verschiedenen Kanälen? Und die überwiegende Mehrheit hat natürlich gesagt, ja klar, mache ich doch. Welche Kanäle genau, welche möglichen Werbekanäle nutzen Sie, wurde gefragt. Und ganz klar, ich meine, man ist sowieso sehr stark in Social-Media-Kanälen vernetzt. 84% der Leute haben gesagt, klar, ich nutze Social Media, ich nutze Facebook und Twitter, um mich halt zu vernetzen und auf meine neuen Folgen hinzuweisen. Das ist, denke ich, Standard und etabliert. Ein weiterer dicker Block, 50% sagen, ja, ich besuche auch noch andere Podcasts. Also ich denke mal, im persönlichen sozialen Bereich wird man dann dadurch, dass man eben Podcasts auch selber macht, noch viele andere Freunde kennenlernen, unter anderem hier halt auch, die eben auch Podcasts machen, wo man Synergien sieht und wo man sagt, okay, ich komme mal vorbei als Gesprächspartner etc. 50%. Der Rest ist eher so, sagen wir mal, ein bisschen marginalisiert. Das Thema Online-Werbung ist überhaupt kein, scheint nur bei der absoluten Minderheit ein Thema zu sein. Beispielsweise Veröffentlichungen im Printbereich, dass man in Zeitungen oder Magazinen als Experte für ein Thema sozusagen auftritt und dementsprechend dann auch der eigene Podcast an Bekanntheit gewinnt, ist auch ein marginales Thema. Vorträge auf Veranstaltungen, immerhin jeder fünfte. Aber die beiden Blöcke, Social Media überwiegen und Besuche anderer Podcasts überwiegen auf jeden Fall. Das Problem, was man natürlich dann immer sehen muss, ist, wie man dann da anspricht. Ne? Also bei Besuchen anderer Podcasts bewegt man sich ja noch immer noch in seiner Filterbubble, wie man so schön sagt. Bei Social Media ist man vielleicht also mit Leuten vernetzt, die das Thema eh schon interessiert, beziehungsweise die mich schon persönlich kennen und eh schon wissen, dass ich einen Podcast habe. Man muss halt gucken bei den Instrumenten, auch da kann man sich halt nur erstmal überlegen, wie man diese Strategie hinkriegt. Man muss sich eigentlich überlegen, wer ist dieser noch nicht Hörer sozusagen. Wie schaffe ich es, also was zeichnet ihn aus sozusagen, wo ist, ich sag mal, was hier jetzt genau so ist, die Frage ist, ne, erreicht man mit den Leuten, mit den Kanälen, die Leute, die den Podcast eben noch nicht hören? Wir haben das eben noch nicht Hörer genannt, so. Und was zeichnet diesen noch nicht Hörer aus, den man dann erschließen muss? Vielleicht eben, dass er sich für ein bestimmtes Themenfeld des Podcasts eh schon interessiert. Dafür würde dann sprechen, Online-Werbung zu schalten oder auch nicht. Oder vielleicht einer, der bald Infos zu dem Thema suchen wird, wo man selber gerade eine Folge zu gemacht hat. Wir müssen uns also, denke ich, oder vielmehr die Podcaster, ich nehme mich da ja leider aus, die Frage stellen, sind die Instrumente, die ich benutze, tatsächlich die richtigen, um die Leute zu adressieren, die im Moment noch nicht in diesem, sagen wir mal, sozialen Gefilde unterwegs ist, in dem ich jetzt im Moment unterwegs bin. Das ist mir halt zu dem Thema halt Social Media und Besuch auf anderen Podcasts eben aufgefallen. Wie das dann inhaltlich aussieht, ich denke, das ist eben halt auch ein Punkt für die Debatte vielleicht heute Nachmittag. Die Leute, die Online-Werbung geschaltet haben beispielsweise, das war auch ein Feedback aus Witten, haben gesagt, ja, habe ich gemacht, aber hat nicht geklappt. So, hat mir nichts gebracht, da habe ich genau 0 zusätzliche Klicks für erreicht. Spricht dafür, dass es scheinbar noch nicht geht. Wie gesagt, dieses Themenfeld kann ich an dieser Stelle mangels Innenkenntnis sozusagen halt nur anreißen. Die Frage, denke ich, aber wie man eben diesen Hörer erreicht, den man noch nicht hat, ist, glaube ich, ein ganz zentrales, wenn man die Reichweite auf ihm erhöhen möchte. Daher vielleicht ein kleines Zwischenfazit. Um das Ganze zu bündeln, also dass die befragten Podcaster durchaus angeben, in Zukunft mehr Podcasten zu wollen, dass das Thema Zeit die entscheidende Rolle spielt. Die mangelnde Reichweite, die man durchaus adressieren kann, im Vergleich zu anderen Medien, liegt eher nicht an den Inhalten, vielmehr an Rahmenbedingungen wie eben Technikkompetenz, aber eben auch die Vermarktung. Die Ausweitung der Reichweite wurde eigentlich von allen Befragten angestrebt. Das haben wir abgefragt und da hat jeder geantwortet, ja, ich möchte eigentlich mehr Hörer haben.
Es zeigte sich aber eben, dass nur ein Teil der Möglichkeiten wirklich genutzt wird. Insbesondere Kanäle, also gut, die Geldkosten in diesem Zusammenhang wurden nicht bespielt. Welche Strategie man in diesem Zusammenhang fahren kann, welche Instrumente sich bewährt haben oder nicht, kann ich im Rahmen eben dieser kleinen Studie nicht beantworten. Ich denke aber, die Leute sollten, also Podcaster sollten sich auf jeden Fall darauf einlassen zu fragen, wie eben dieser Hörer aussieht, der mich eben noch nicht hört, der mich in Zukunft hört und wie ich den am besten erreichen kann. Themenblock 2. Sind vielleicht noch Fragen zum ersten Themenblock? Zum Thema Erreichbarkeit? Gut, das ist nicht der Fall. Auch gut. Die zweite Fragestellung, die Rechnung bitte mit Podcast, Geld verdienen, geht das? Wie gesagt, das Seminarthema legt es eigentlich mehr oder weniger fest, sich mit dem Thema Geld, sich dem Thema Geld zu widmen. Mir ist auch klar, dass man über die entsprechenden Summen, die dabei rauskommen, sich keine Illusionen machen darf. Aber dennoch schätze ich mal, dass es auf jeden Fall, wenn man ein Stück weit eine Professionalisierung anstrebt, auch anstrebt, wirklich journalistisch zu arbeiten und daraus mehr zu machen als ein Hobby, dass man sich mit dem Thema kurz oder lang befassen muss. Wir haben deswegen die Frage gestellt, unterstützen Sie den Podcast oder die Podcasts, die Sie regelmäßig hören, auch finanziell? Und da hatten wir eigentlich eine 50-50-Aufteilung. Ja, sagten 52%, nein, 47%. Das ist schon mal, sagen wir mal, sind mehr Leute, als ich eigentlich erwartet hätte. Gut, wir hatten ja am Anfang gesagt, das hängt auch halt eben damit zusammen, dass viele der Leute, die sich an der Befragung beteiligt haben, Leute sind, die sich mit dem Themenfeld sehr viel auseinandergesetzt haben, sehr viele Podcasts hören. Klar ist da die Zahlungsbereitschaft stärker, aber immerhin haben wir hier schon mal 52% der Befragten, was gar nicht so schlecht ist. Bei Nein sieht es eigentlich auch besser aus, als vielleicht dieser Blog vermuten lässt. Wären Sie in Zukunft bereit, regelmäßig gehörten Podcasts finanziell zu unterstützen? Da haben immerhin 80% gesagt, ja, natürlich. Wollen wir gerne tun. Nur 20,0%, um genau zu sein, haben gesagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, muss man jetzt einfach mal so hinnehmen. Die Frage, wie viel wäre Ihnen jede einzelne Folge wert, haben wir auch gestellt. Wohl wissend, dass natürlich Folgen eigentlich nicht genau zu vergleichen sind. Ne? Wir haben Podcasts dabei, wo Folgen nur ein paar Minuten dauern. Wir haben auch andere Podcasts dabei, die über Stunden gehen, wo Leute auch weit reisen, um entsprechend ihre Gesprächspartner zu finden, wo Leute vielleicht sogar auch in andere Länder reisen, um entsprechend die Dinge zu berichten, die ihnen da wichtig sind. Also wieder mal bei allen Schwierigkeiten im Detail und wohl wissend, wie viel wäre jeder einzelne Podcast-Folge wert. Und da haben wir immerhin eine Zahlungsbereitschaft, die ich persönlich jetzt mal hier abknapsen würde. Und da kann man durchaus sagen, 90% der Leute wären bereit, mindestens 29 Cent pro Folge zu bezahlen. So, jetzt kann man ja mal die Rechnung aufstellen. Beispielsweise bei 500 Hörern, ne, könnte ich ja sagen, okay, 500 Hörer mal 90% mal 30 Cent. Bedeutet das also, dass 130,50 € pro Folge drin sind? Nein, natürlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Das Einzige, was es auf jeden Fall zeigt, ist, dass schon ein Stück weit Geld im System ist und dass vielleicht sogar auch mehr Geld im System ist, als bisher generiert werden kann. Wir sehen nämlich die Frage, wie viel Einnahmen generiert jede Podcast-Folge im Schnitt? Und da haben wir halt knapp 50% der Leute sagen null, nix. 0 € generiert das. Der zweite Block, 23%, sagt bis 5 €. Wir können es hochrechnen, 3/4 der Leute können also jeweils 5 € höchstens damit generieren. Wenn man dann tatsächlich bis ans Ende der Welt reist, um seinen Gesprächspartner zu finden, schafft man das wahrscheinlich nicht mit dem Geld. Das ist erstmal schade, das ist erstmal ein Problem. Welche Finanzierungsformate würden Ihre Akzeptanz finden, haben wir die Hörer gefragt.
Insbesondere raus stachen da das Thema direkte Spenden. Werbung auf der Webseite, gut sagen, immerhin 52%, wohl wissend, dass gerade das Thema Werbung auf Webseiten gerne auch weggefiltert wird. Und der das also so manches Online-Magazin hat da ja schon entsprechend an Anstrengungen genommen, um da irgendwie ihre Werbung vor Adblockern oder sowas zu retten. Affiliate-Links ist eben auch so eine Geschichte, die durchaus ja, für Hörer akzeptabel wäre für die Hälfte. Querfinanzierung durch gesponserte Podcasts nach dem Motto, ich habe ein Podcast-Portfolio von, ich sag mal, 3 Podcasts. Einer dafür ist irgendwie für ein Unternehmen oder da habe ich Sponsoren oder ich mache da Produkttests und ja, kriege dafür Geld bei allen Schwierigkeiten. Naja, auch auf jeden Fall würde eben so eine Querfinanzierung durch eben explizit gesponserte Podcasts eben durchaus noch für die Hälfte sozusagen akzeptabel sein. Das wichtigste Format aber spiegelt sich auf jeden Fall heraus. Die Frage, ne, wie wird sich die Bedeutung der Einnahmequellen in Zukunft entwickeln, haben wir die Podcaster gefragt. Das Thema direkte Spenden ist auf jeden Fall das, ne, was am ehesten noch stark zunehmen wird. Was jetzt auch schon quasi eine der letzten Folien ist und wieder sozusagen die Frage aufwirft, die wir im Rahmen dieser Studie eben nicht umfassend behandeln konnten, was wir vielleicht am Nachmittag machen können, eben zu fragen, okay, wenn direkte Spenden jetzt das Medium ist, was am ehesten noch Geld abwirft, welche Strategien müssen wir dann fahren, sozusagen, um halt eben dieses Spendenverhalten auch irgendwie abschöpfen zu können? Gibt es beispielsweise in anderen Bereichen, die eben auch das gleiche Problem haben, Strategien, die sich bewährt haben? Also welche Strategien kommen beispielsweise aus so einem klassischen Fundraising-Bereich? Kann man da bestimmte Punkte aufgreifen, bei sich selber integrieren, um eben so ein Stück weit die Zahlungsbereitschaft, die ja vielleicht durchaus da ist, die zumindest größer als 0 Euro in der Summe erscheint, dass man die besser abschöpfen kann, als man es jetzt in der Lage ist. Und damit eben auch wieder das Gesamtfazit des Vortrags und das Fazit des zweiten Themenblocks halt, dass die Zahlungsbereitschaft der Hörerschaft, die ist auch, wenn auf einem niedrigen Niveau, durchaus ausgeprägt. Integrierende und freiwillige Formen sind beliebter als klassische Wege, also zum Beispiel das Zahlen pro Folge, wie man das vielleicht vom Musikkauf gewöhnt ist. Die meisten Podcaster konnten diese Zahlungsbereitschaft aber bisher eben noch nicht nutzen. Es wird aber davon ausgegangen, dass in Zukunft also viele Zahlmodelle wichtiger werden. Die Angaben, also und insbesondere, sagen wir mal, die direkten Spenden dort wichtiger sind. So, was die Frage aufgreift, nochmal gesagt, was kann man beispielsweise aus anderen Bereichen wie dem Fundraising lernen? Und damit bin ich durch und bedanke mich. Vielen Dank auch nochmal von mir. Du hast an ein paar Stellen gesagt, dass du dich explizit aus den Podcastern rausnimmst, wie du vielleicht aber hier siehst, auch wir sind eine sehr einnehmende Gemeinschaft. Ja. Wir integrieren einfach jeden, der irgendwas beizutragen hat. Und schneid dir ein Mikrofon um. Ja. Und in diesem Sinne möchte ich dir hier auch das Wir anbieten und dich in unsere Gemeinschaft integrieren. Wer die Referenz findet, darfst du behalten. Nächstes Jahr freuen wir uns dann auf den Vortrag von Nele mit ihrer Studie zu Podcasts. Ansonsten habe ich jetzt noch ein paar Anmerkungen, und zwar einmal Schönes und Negatives oder nicht so Schönes aus dem Videoteam. Und zwar haben wir im Peak bis zu 80 Live-Zuschauer tatsächlich. Und das ist das Schöne. Das nicht so Schöne ist, dass der Andi da hinten alleine sitzt und das machen muss. In diesem Sinne, wer gerne sich jetzt gleich eine Einführung oder auch in einer der Barcamp-Slots vielleicht alternativ eine Einführung in das Video-Equipment holen möchte und Andi unterstützen möchte, was ich es geht dann vor allen Dingen um die Vorträge morgen, nicht um die Barcamps. Ich würde es extrem begrüßen, wenn sich da der ein oder andere findet. Und ich glaube, Andi würde es noch mehr begrüßen. Er nickt da hinten. Das wäre sehr hübsch, wenn ihr uns da unterstützt. Dann noch was. Ich habe die Essensliste, die lese ich euch aber erst dann nach dem Barcamp-Planungssession vor. Und
Dann noch, falls ihr nachher mal ein bisschen Zeit habt, um auch hier noch ein bisschen Werbung für Wikimedia zu machen, es gibt eine Datentankstelle, die ist mit einigen Terabyte Daten bestückt. Ihr könnt in einer Sondersendungsfolge von der Republika nachhören, was die alles macht, oder ihr könnt es euch hier direkt vor Ort anschauen. Das ist eine sehr schöne Sache. Ich zeige euch gerne, wo sie steht, sie ist ein bisschen um die Ecke. Und nutzt das einfach, wenn ihr sowieso schon hier seid. So, an dieser Stelle würde ich dann gerne zum Mike eigentlich übergeben, der sich irgendwo noch versteckt hat. Und die Tafel holt. Nein, ich glaube, dann ist er noch im Raum und dann kann ihm bitte einer helfen, die Tafel hier rüber zu tragen für die Barcamp-Planung. Und dann würde ich jetzt ansonsten nochmal sagen, noch Fragen, solange er noch hier steht, an Alexander, sonst würden wir das nachher fortsetzen, aber halt, Frage. Nimm dir jetzt das Mikro weg, Tim. Keine Frage, eher ein Impuls oder ein Feedback. Vielen Dank erstmal für den Vortrag. Ich finde, er hat auf etliche wunde Punkte einfach die Finger gelegt. Bei der Monetarisierung haben mir komplexere Geschäftsmodelle gefehlt. Ich sage jetzt mal zum Beispiel einen Podcast verwenden, um ein Hörbuch bekannter zu machen und dass die Erlöse dann aus dem Verkauf des Hörbuchs kommen und nicht unmittelbar aus dem Podcast selber, also mehr indirekte Modelle. Und meine Bitte oder mein Impuls in die Runde, ich würde das ganze Thema heute Nachmittag furchtbar gerne diskutieren. Danke. Das habe ich als Barcamp, beziehungsweise Slot, dem Alexander schon fast direkt aufgezwungen, dass er das macht, schon als ich ihn engagiert habe. Tim und Ralf haben nicht widersprochen, deswegen dachte ich... Vorsichtig, das ist zerbrechlich. Oh Gott, sorry. Ich wollte nur kurz die Sicht noch frei halten. War wieder alles falsch. Alexander, noch eine Frage hast... Hast du das Flatter-Phänomen in irgendeiner Form nochmal gesondert angeschaut? Weil ich glaube, das kam jetzt gar nicht so zur Sprache. Genau, das ist leider so, dass das Flatter, also Flatter jetzt als gesondertes Ding nicht in den Kategorien aufgetaucht ist. Hinterher ist man immer schlauer. Aber ich denke, dass das Flatter drinsteckt beim Thema direkte Spenden und beim Punkt Sonstige vielleicht. Weil beim Item Sonstige konnten Leute per Textfeld noch reinschreiben, was sie denn mit dem Sonstigen meinten. Und da war eigentlich durchgehend Flatter, stand da drin. Also steckt ganz klar, ich denke mal, also die große Zahl der... die große Zahl der Sonstige ist auf jeden Fall Flatter. Da kann man fast Flatter dran schreiben. Der Rest steckt im Bereich direkte Spenden drin. Ja, auf jeden Fragen? Fall. Die Folien gab es bisher noch nicht online, auch nicht bei dem Vortrag in Witten, weil meine Studenten noch ihre Hausarbeit schreiben. Ende November ist Abgabe. Danach schiebe ich alles raus an jeden, der es haben will. Ja, ich habe auch noch eine kurze Frage. Es gibt ja so eine, dass die Hörer und die Podcaster irgendwie an vielen Stellen irgendwie übereinstimmen. Wie war denn das Design? Kann es sein, dass irgendwie die Hälfte der Hörer auch gleichzeitig Podcaster ist? Konnte man da beides ankreuzen oder das die Übereinstimmung dann? Oder? Also ob sie das ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aus der Zahl der Leute, die ich angeschrieben habe, die eben keinen Podcast haben, beziehungsweise auch eben nicht gezielt Podcast-Accounts. Aber ich denke mal, dass diese Community schon eine gewisse Geschlossenheit auch aufweist. Also dass Leute sich dieses Medium erschließen und dann relativ schnell eben auch in dieser Macherrolle sind, so wie ich zum Beispiel. Und deswegen schon eine gewisse Geschlossenheit und ein anderes Kommunikationsverhältnis vielleicht als beim Fernsehen, wo es halt nur eine oder ich sag mal x Stationen gibt, aber viel mehr Zuschauer, die niemals in die Nähe, sagen wir mal, einer Fernsehkamera kommen. Das ist beim Podcasting, denke ich, anders. Nichtsdestotrotz zeigt das eben auch, dass Podcast-Hören eben voraussetzungsvoll ist. Also, dass eine gewisse Medienkompetenz dabei sein muss. Und ich denke mal, da in dieser Gemengelage spielt sich das Ganze ab, dass da eine große Schnittmenge zwischen den Podcastern und den Hörern ist, dass sie relativ gleich ticken, die Leute. Warst du denn mit deiner Grundgesamtheit, also mit der Anzahl der Teilnehmer, so zufrieden? Ist das etwas, wo man wirklich verlässliche Aussagen machen kann oder müsste man das nicht nochmal verzehnfachen? Ja, also je mehr, desto besser, klar. Also es gibt viele, viele Studien, die von sich auch nicht selbst behaupten, dass sie repräsentativ sind, sind gerade, also wenn man solche primärstatistischen Erhebungen macht, also extra für eigene Fragestellung, sind 300 schon was, mit dem man gut arbeiten kann. Oder zusammengerechnet dann eben, wenn man es gut mit mir meint, halt eben 450.
So, ne? Pi mal Daumen. Das ist schon was, wo man schon was mitmachen kann. Höhere Mathematik habe ich jetzt nicht drauf angewendet, deswegen habe ich jetzt hier nur rein deskriptive Methoden angewendet, weil ja, das ist eigentlich schon ist noch ein bisschen zu wenig. Nichtsdestotrotz, also mit so einem N entstehen auch viele Dissertationen, die in gerankte Journals kommen. Das heißt also, ganz so schlecht ist es dann auch nicht. Es könnte aber immer mehr sein, natürlich. Und willst du dem nochmal einen zweiten Durchlauf spendieren, der dann vielleicht noch etwas überarbeitet ist? Klar, also das kann man auf jeden Fall machen. Jedes Jahr kann ich mir ein Thema ausdenken für meine Studenten. Das direkt jetzt im Anschluss zu machen, wäre vielleicht ein bisschen zu viel, ein bisschen Wechsel wäre drin. Aber ich sag mal, in 5 Jahren oder so könnte ich mir gut aus vorstellen, dass das ein Zeitraum ist, wo man auch noch eine gewisse Entwicklung nochmal nachvollziehen kann und nachschauen kann. Und klar, über Feedbacks. Ich meine, beim zweiten Mal werde ich mit Sicherheit oder wir mit Sicherheit in der Lage sein, bessere Fragen zu stellen als beim ersten Mal. Ich hoffe, dass das klappt. Ja. So. Noch Fragen? 3, 2? Nur kurze Anmerkung. Mhm. Ich bist wahrscheinlich mit auf der Mailingliste, gehe ich mal von aus. Nein. Meiner. Bitte? Ja, er ist auf meiner. Okay, gut. Dass irgendwie, sobald das Ganze freigegeben ist, dass das dann irgendwie den Weg auf die Mailingliste findet. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt eine Webseite, die wir dafür gemacht haben, podcasting2014.de und jetzt, wo 2014 fast vorbei ist, kommen auch die Ergebnisse. Also wie gesagt, der Abgabetermin ist Ende November für die Hausarbeiten. Wenn ich da schon solche Sachen veröffentliche, dann werten die nichts mehr aus. Deswegen waren mir da leider die Hände gebunden, aber kommt auf jeden Fall was. Also weitere Daten erfasst du jetzt nicht mehr? Nein, weitere Daten erfasse ich nicht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, den Datensatz zu veröffentlichen, wenn jemand dazu was noch weitermachen will oder weitere Auswertungen machen möchte. Müssen wir mal gucken. Also muss ich noch einmal mit der Hochschule abchecken, aber gucken wir mal. Du sagst, du machst das nur mit deinen Studenten in dem Seminar, da ist das rausgefallen. Aber irgendwie das Design ist schon da, hier sind irgendwie so die Podcaster da von irgendwie ganz oben bis irgendwie zum kleinen Podcaster, irgendwie die auch 5-stellige Hörer haben oder auch mehr. Was könntest du irgendwie einen Drittmittelauftrag oder sowas annehmen? Irgendwie sponsored by Meta, Podlove, keine Ahnung, Workshop hier oder so? Ja. Ich weiß es nicht. Also ja, kann man sich mal drüber unterhalten, was da vielleicht noch, also wenn das Interesse da ist, machbar ist. Also was also vor der Erstellung der Studie auf jeden Fall klar ist, dass eben nicht viel empirisches Material dazu da ist. Und deswegen war zu dem Zeitpunkt auch dann, war es dann so, dass man im Rahmen eines so kleinen Seminars mit einer so beschränkten Frage auch und einem kleinen N, was dann zu erwarten ist von eben diesen 300, dass man da schon durchaus etwas, also Mehrwert generieren kann. Wenn daneben schon eine Befragung stattgefunden hätte, die 10.000 Hörer oder so abgrast, dann ist es ja klar, dann mache ich mit so einer kleinen Befragung nichts. Aber na klar wäre es interessant, das Ganze noch ein bisschen auszuweiten und noch andere Fragen reinzubringen und die Frageerstellung sozusagen noch mehr Feedbacks zu bekommen, um eben halt auch die relevanten und die besseren Fragen zu stellen. Natürlich, klar. Also vielleicht als Anmerkung dazu, sowas zu machen, ist letzten Endes wirklich nicht wahnsinnig schwierig, finde ich. Also der Aufwand, der dahinter steht in der Auswertung, ist auch überschaubar. Also wenn es da Interesse gibt, kann man das durchaus ja regelmäßig mal machen. Ne? Und dann kann man das auch anpassen und die Fragen, es ist, sage ich mal, überschaubar im Aufwand, sowas auch vielleicht regelmäßiger mal zu machen und dann vielleicht auch bezogen auf Podlove-Produkte, die Podlove-Produktpalette oder was auch immer. Also wenn es da Interesse gibt oder es Leute gibt, die im wissenschaftlichen, statistischen Auswerten arbeiten oder so. Also meine Wahrnehmung ist einfach immer, es muss einen Anlass geben und Interesse und eine Forschungsfrage beispielsweise. Und dann kann man sowas in der Tat wirklich auch mal aufsetzen. Ich finde das interessant. Das ist eine perfekte Überleitung, weil aus dem können wir dann mit der Weiterentwicklung der Studie gleich noch einen Barcamp-Slot machen. Und genau dazu gehen wir nämlich jetzt auch, weil ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, sonst kommen wir mit gar nichts mehr heute zu Rande.